Guten Morgen. Ich lese EÜA leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage, das ist dieses Buch. Und in Lektion 20 bin ich angekommen bei Fall 99, die Verteilung des Übergangsgewinns. Lektion 20, der Wechsel der Gewinnermittlungsart. Fall 99, die Verteilung des Übergangsgewinns. Reichlich blass um die Nase fragt der Freund, ob sich da gar nichts machen lässt. Es geht um den Übergangsgewinn. Doch gemäß Einkommensteuerrichtlinie 4.6 kann dieser Übergangsgewinn auf bis zu 3 Jahre verteilt werden. Die Verteilung erfolgt jedoch nur auf Antrag. Er hat also die Wahl, im Jahr des Übergangs 156.550 Euro oder im Jahr des Übergangs und im Folgejahr je 78.275 Euro oder im Jahr des Übergangs und den 2 Folgejahren je 52.183 Euro als Übergangsgewinn zu versteuern. Hinweis: Übrigens können Sie auch freiwillig zur Bilanzierung wechseln. Das macht zum Beispiel bei Freiberuflern Sinn, die nicht unter den Paragraphen 141 Abgabenordnung fallen und deren Unternehmen sehr groß ist, sodass die Vorteile der Bilanzierung angewendet werden sollen. Klammer auf, bessere betriebswirtschaftliche Analysen möglich, Klammer zu. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Wechsel zurück zur Einnahmeüberschussrechnung frühestens 3 Jahre später erfolgen kann. Aha, also wenn man einmal bilanziert hat. Und nach Betriebsvermögensvergleich versteuert, hängt man dafür 3 Jahre drinnen. So, Fall 100, der Wechsel zurück, ist das, was als nächstes vorgelesen werden muss laut Buch.